Hallo Simulationsfreunde, ich heiße Patrick und ich begrüße euch recht herzlich hier bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es wieder einmal darum, das lästige Stottern und Ruckeln im Simulator zu reduzieren, indem wir den Nvidia Shader Cache löschen. Was der damit zu tun hat und wie wir es machen, das klären wir heute in diesem Video. Ich würde sagen, los geht's. Willkommen zurück. Bevor wir ins heutige Video starten, habe ich noch eine kleine Anmerkung. Bitte bedenkt, dass jedes Ruckeln oder Stottern eures Simulators andere Gründe haben könnte und dieses Video hier nur eine mögliche Lösung eures Problems sein könnte. Am besten schaut ihr euch mal meine anderen Videos an. Ich verlinke euch oben rechts jetzt einmal eine Playlist in der Infokarte von ein paar anderen nützlichen Videos von mir, wo wir darauf auch weiter eingehen. Also, warum verursacht der Nvidia Shader Cache bzw. die Daten nun mögliches Stottern oder Ruckeln unseres Simulators? Ähnlich wie der Rolling Cache, jedes Mal, wenn es ein Update gibt oder ihr Third-Party-Flughäfen oder Scenery-Packs installiert, ist es immer eine gute Idee, den Rolling Cache zu löschen, sowie die Nvidia Shader Cache-Daten. Die Begründung dafür ist einfach, denn jedes Mal, wenn es ein Update dieser Daten gibt, können sie sich überschreiben und es kann zu Unstimmigkeiten zwischen den alten und den neuen Daten geben. Und das verursacht dann das Stottern oder Ruckeln. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr alle Nvidia Shader Cache Daten löschen könnt. Das beinhaltet die GL, die DX und die generellen Shader Daten, die auf eurer Festplatte bzw. eurer SSD liegen. Also, habt ihr irgendwelche Anmerkungen oder Fragen, dann schreibt es wie gewohnt unten in die Kommentare und ich komme auf euch zurück. Findet ihr das heutige Video nützlich und es hat euch geholfen, dann drückt doch einfach auf den Abo-Button, aktiviert die Glocke und gebt einen Daumen in nördliche Richtung ab. Darüber würde ich mich sehr freuen. Also, zuallererst müssen wir einmal gucken, dass der Simulator nicht läuft, denn ansonsten können wir die ganzen Daten nicht löschen. Das haben wir gecheckt, der Simulator läuft nicht. Dann müssen wir jetzt einmal in den Explorer gehen. Dafür gehen wir einmal in die Taskleiste. Bei mir ist das hier. Ich öffne den Explorer. Und dann geht ihr einmal auf eure Festplatte C. Wenn wir da angekommen sind, gehen wir einmal auf Benutzer, Doppelklick drauf, dann wählt ihr euren Benutzernamen aus, in dem Fall ist das hier meiner, und dann geht ihr einmal auf App Data. Wenn ihr in App Data drin seid, müsst ihr einmal auf Local gehen und dann müssen wir hier einmal den Nvidia-Ordner heraussuchen. Bei mir ist der jetzt hier, Nvidia, diesen Ordner, Doppelklick da drauf. Und hier befindet sich dann die GL-Cache-Datei. Ja? Die wählen wir an und drücken einmal Entfernen. Das hat jetzt einmal alle Cache-Dateien entfernt aus dem Nvidia GL-Ordner. Solltet ihr eine Fehlermeldung bekommen, dass ihr nicht alle Daten löschen könnt, dann ist das gar kein Problem. Dann geht ihr einfach in den Ordner rein, markiert alle Daten, die in dem Ordner enthalten sind. Und dann drückt ihr auch einmal entfernen, dann müsste ein Pop-up kommen. Und in diesem Pop-up überspringt ihr dann einfach die nicht zu entfernen Dateien. Und dann könnt ihr das einfach weiter löschen. Gut. Haben wir das nun gemacht, gehen wir rüber und suchen die DX-Shader-Cache-Daten. Dafür gehen wir einmal oben in dieser Leiste auf App Data. Dann geht ihr wieder auf Local Low diesmal, also Local Low besser gesagt. Und ich suche dann den Nvidia-Ordner wiederum. Ja. Hier diesen Ordner. Dort auch einmal wieder Doppelklick drauf und dann gehen wir einmal auf Pair Driver Version. Dort befindet sich jetzt der DX-Cache-Ordner. Diesen Ordner klicken wir jetzt nun auch einmal an, dass er hier gehighlightet ist und drücken einmal Entfernen auf unserer Tastatur. Jetzt habt ihr genau diesen Fehler oder wir haben genau diesen Fehler, den ich beim vorangegangenen Ordner schon einmal erörtert habe. Jetzt können wir ihn hier nochmal durchgehen. Und zwar kann jetzt oder können jetzt nicht alle Daten gelöscht werden, die in dem Ordner enthalten sind. Wie wir jetzt vorgehen, ist eigentlich ganz einfach. Ihr könnt hier auf Vorgang wiederholen klicken, dann passiert aber gar nichts. Also das bringt euch nichts. Ihr klickt einmal auf Abbrechen, geht in den Ordner rein mit Doppelklick und ich wähle jetzt einmal alle aus. Bei mir ist also, ich mache das mit Steuerung und A, dann sind alle Elemente markiert.
Drücke dann wiederum die Entferntaste auf meiner Tastatur und dann kommt dieses Pop-up. Jetzt kann er diese Datei nicht löschen, weil sie aktuell im Betrieb ist oder benutzt wird, besser gesagt. Was wir jetzt machen, wir klicken hier einmal, machen hier einmal den Haken rein und dann klicken wir auf Überspringen. Wenn wir das jetzt machen, dann überspringt er alle Daten, die aktuell in Benutzung sind, löscht aber wiederum alle anderen Daten, die aktuell nicht gebraucht werden. Also wir klicken jetzt hier einfach auf Überspringen und schon sind alle DX-Cache-Daten gelöscht, die wir nicht mehr verwenden. Jetzt haben wir immer noch ein paar Shader-Cache-Daten, die wir löschen können. Und wie wir dahin kommen, das zeige ich euch jetzt. Wir minimieren das Ganze hier oder können es schließen. Das ist könnt ihr machen, wie ihr lustig seid. Dann geht ihr hier unten einmal auf eure Suchleiste. Bei Windows 10 Nutzern befindet sich die hier unten. Ich habe die als Windows 11 Nutzer hier in meinem Startmenü. Gibt dann hier einen Datenträger und dann suchen wir die Datenträgerbereinigung. Die wählen wir einmal aus. Dann öffnet sich dieses Fenster, wo ihr dann euer Laufwerk C auswählt. Das bestätigt ihr mit OK. Und dann öffnet sich dieses Fenster. Hier machen wir erstmal den ganzen Haken weg, weil wir wollen jetzt erstmal nur die DirectX Shader Cache Daten löschen. Die befinden sich hier. So, das sind bei mir jetzt noch 49,3 MB. Und dann können wir das löschen, indem wir hier auf OK klicken. Und dann, ja, löscht ihr alle restlichen DirectX Shader Cache Daten, die auf eurem Laufwerk hinterlegt sind. Mich würde mal interessieren, wie viel Cache-Daten bei euch noch da sind. Bei mir sind es jetzt 49,3, wie gesagt. Schreibt es einfach mal unten in die Kommentare. Das ist wirklich sehr interessant. Ich bestätige das jetzt mit OK. Dann fragt er mich, ob ich die löschen möchte. Dann bestätige ich auch mit OK. Und dann sind diese auch entfernt. So, habt ihr jetzt noch Fragen zu diesem Video? Dann schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen in nördlicher Richtung da lasst. Ja, ansonsten war es das auch schon wieder mit diesem Video. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Euer Patrick, auf Wiedersehen. Ciao.